Hallo und herzlich willkommen bei CryptoTV. Ja, dies ist nun ein Fortsetzungsvideo, das sich jetzt an den letzten zwei Teilen anschließt, wo ich über meine Haft in Buch Urstein gesprochen hatte. Und in diesem Video hier geht es nun über meine Erlebnisse, die ich im Gefängnis von der Anhaltestelle in der Alpenstraße in der Polizeidirektion erlebt hatte. Ja, alle Videos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist ein sehr, sehr großes Potpourri an Erzählungen dessen, besonders die Erzählung im Buch Urstein, dauern insgesamt 5 Stunden. Doch in diesem Video, dies wird nicht so lange dauern, da ich da dank meiner Mitstreiter nicht so lange sitzen musste. Anders wie in dem Video, wo ich meine Erzählung über Buch Urstein erzählt hatte, werde ich hier in diesem Video nicht zuerst erzählen, weswegen ich eingesperrt wurde. Ich meine, weswegen kann ich schon sagen, jetzt gleich zu Anfangs. Es ging ja, dass ich über 20 Mal das Tragen einer Staubschutzmaske unter freiem Himmel verweigert hatte. Und deswegen musste ich dann meine Strafe in der Anhaltestelle der Polizeidirektion absitzen. Wie unverhältnismäßig diese Strafen waren, dies werde ich dann euch erläutern, nachdem ich euch erzählt habe, was ich so erlebt hatte im Gefängnis. Okay. Also, ebenso wie damals beim Haftantritt im Buch Urstein, habe ich mich nicht freiwillig gemeldet. Ich meine, es ist ja so, zuerst kriegt man einen Brief vom Strafamt, dass wenn ich die Strafe nicht zahlen will, ich stattdessen eine Freiheitsstrafe absitzen muss. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich einfach nicht gemeldet. Dann ist der Brief gekommen, dass ich mich jetzt im Gefängnis melden muss, da ich ja nicht zahlen möchte. Das habe ich dann auch ignoriert. So war ich dann 3 Wochen lang überfällig oder anders gesagt auch streng genommen auf der Flucht. Nur dass ich nicht das Land verlassen habe, ich habe mich schon zu Hause aufgehalten. Aber so nach 3 Wochen kriege ich dann einen Anruf von der Polizeistation in Europark. Da hat mich dann ein Polizist mitgeteilt, dass ich jetzt vorbeischauen soll bei ihnen, um die Strafe zu zahlen, dass sie mich ansonsten dann eben ins Gefängnis bringen. Dann habe ich zu ihm am Telefon mitgeteilt, dass ich diese totalitären Verordnungen nicht anerkenne, dass sie menschenunwürdig sind und eigentlich gesetzeswidrig. Und da sagt er, ja, das hilft ja alles nichts, ich muss trotzdem kommen. Und da habe ich gesagt, geleck mir am Arsch und habe aufgelegt. Es war dann zufolge dessen, dass die Polizei zu mir heimgeschaut hat, ein paar Mal, und vor meiner Tür klingelt hat. Das war eine Zeit, wo ich das schon erwartet hatte. Ich habe deswegen meine Wohnung verdunkelt gehabt, nie das Licht eingeschalten. Jedes Mal, wenn es klingelt hatte vor meiner Haustüre, habe ich mich still verhalten. Die Nachbarn haben mir dann auch mitgeteilt draußen, dass die Polizei bei einer angeklingelt hat und sich über mich erkundigt hatten. Ja, müsst ihr euch vorstellen, eine ziemlich unruhige Zeit für mich zu Hause. Ein ungutes Gefühl im Bauch, jetzt mir, wenn es klingelt und so. Ist kein schöner Lebensort. Ja, sie haben mir zwar nicht die Türen eingetreten, wahrscheinlich, weil diese Straftat wohl nicht dies berechtigt hätte, wer weiß, wenn ich mich noch länger verstecken hätte können, vielleicht hätten sie es dann doch da, keine Ahnung. Und zumindest, sie haben mich dann doch erwischt. Und es war ein Tag,
wo ich gerade von Einkaufen heim gewollt. Und da hat die Polizei wohl schon Patrouille gefahren in meiner Gegend, um mich endlich irgendwo aufgreifen zu können. Und so gehe ich gerade so nach Hause und dann bremst quietschend der Polizeiauto vor meinen Füßen. Und dann hupfen ein älterer, kleiner, dicker Polizist und ein jüngerer, dünner, langer Polizist aus dem Auto. Stehen sie links, rechts vor mir auf und sagen: Herr Reuter, was ist mit Ihnen los? Warum melden Sie ihn nicht? Wir müssen Sie jetzt mitnehmen. Wir bringen Sie jetzt da ins Gefängnis. Na, habe ich ihnen mitgeteilt, ja, jetzt habt ihr mich erwischt, na sowas, aber ich bin eh schon kurz vor meiner Haustüre, es waren nur noch 10 Meter. Dann habe ich ihnen gesagt, naja, dann lasst mal wenigstens meine Einkäufe heimbringen. Da ist eine verderbliche Glasflaschen mit 1 Liter Milch und einer Tiefkühlpizza drinnen. Und außerdem würde ich dann gern meine Dokumente mitnehmen, die was über diese Causa von mir handeln, damit ich dann im Gefängnis rechtliche Zeugnisse habe, die ich natürlich brauche für etwaige Anwälte oder was auch immer. Zumindest hätte ich das Recht gehabt, meine Dokumente mitnehmen zu dürfen. Eben 10 Meter von meiner Haustüre entfernt hat mir das der Polizist verweigert, das Anrecht, Dokumente mitführen zu dürfen. Das müsst ihr euch vorstellen, ich habe nur die Kleider angehabt, was ich am Körper gehabt habe und eben diese zwei Einkaufsutensilien. Und hat der Polizist gesagt, ich soll jetzt ins Auto einsteigen, da gibt es keine Debatte, was ich dann auch gemacht habe. Anstandslos im Grunde, ja. Dann haben sie mich zur Polizeiwachstation in Europark gefahren und dazu parken sie direkt vom Haupteingang beim Europark. Dann bin ich ausgestiegen und in dem Moment bockt mich dann der kleine, alte, dicke Polizist, ich kann ihn nur so nennen, weil seinen Namen kenne ich ja nicht, am linken Oberarm und presst so fest zu, dass er mir die Haut so richtig zusammendruckt hat. Ich habe einen richtigen großen blauen Fleck dann gehabt. Und eben so bockt und zerrt mich so nach vorne. Er hinten, da hinter mir und drückt mich so nach vorne. Daraufhin habe ich ihm eigentlich mitgeteilt, dass er mich eigentlich gar nicht so wüt und wüst anpacken braucht, weil ich eh schon freiwillig eigentlich mitgehe die ganze Zeit. Und meint er, ich soll den Mund halten und einfach jetzt weitergehen. Dann habe ich gesagt, ich gehe doch eh ganz normal, aber er braucht mich nicht so wüst angreifen. Also, ihr müsst euch vorstellen, ein Haufen Leute haben das vor dem Europark mitgekriegt, die eben gerade beim Einkaufen waren. Sowas macht man nur mit einem Menschen, der sich wehrt. Aber naja, er scheint halt ein bisschen eine andere Ausbildung genossen zu haben, dieser, nennen wir ihn mal Polizisten. Und dann sind wir so oben in der Wachstation gesessen. Und dann hat eben auch wieder dieser kleine, dicke, alte Polizist einen Schrifttext aufgesetzt und hat gesagt, da, das müssen Sie jetzt unterschreiben. Das habe ich verweigert. Ich habe dann mitgeteilt, dass ich mich als politischen Gefangenen hier jetzt sehe. Und aufgrund dessen ich jetzt gar nichts mehr sagen werde, außer meinen Namen. Naja, das hat er halt dann billigend in Kauf genommen. Und ich natürlich auch. Es hat eine ziemlich eine ganze Stunde lang gedauert, dass ich da in der Polizeiwachstation verbleiben habe müssen. Denn sie hatten ja auch noch so einen Arzt angerufen, den sie dann da in ihre Wachstube gerufen hatten, dass er mich untersuchen sollte für die Hafttauglichkeit. Als der Arzt dann da war, habe ich auch dies verweigert, mich untersuchen zu lassen. Und während dieser ganzen Zeit des Aufgriffes meiner Haustüre, mit der ganzen Zeit in der Wachstube, ist dieser
junge, lange, dünne Polizist die ganze Zeit neben mir gestanden, hat also grinst, so. Hat nie was geredet und gesagt, einer so grinst. So, als wenn er irgendein Massenmörder gerade festgenommen hat und jetzt da auf irgendeine Verdienstmedaille hofft. Ich habe ihn dann gefragt, ob er alles so ein fettes, süffisantes Grins an den Tag setzt, wenn er rechtschaffene Menschen einsperren möchte. Naja, außer Grinsen habe ich nichts zurückgekriegt. Ja, und dann haben sie mich eben nach einer Stunde dann des Verfahrens in der Polizeiwachstube Europark dann ins Gefängnis in die Alpenstraßen gebracht. Da haben mich dann die Wärter des Gefängnisses entgegengenommen. Wobei Wärter kann man sie ja nicht nennen, die im Gefängnis von der Anhaltestelle. Da dies nicht so wie im Buch Urstein normale Wärter sind, also keine Polizisten, sondern in diesem Gefängnis üben Polizisten den Berufs auf die Gefangenen zu hüten, sagen wir es so. Und wie sie dann die Polizisten von Europark von den Polizisten im Gefängnis verabschiedet haben, ist dann ein Polizist zu mir in den Wartebereich gekommen, wo sie mich dabei reingesetzt haben. Dann habe ich ihn gefragt, ob er weiß, wer ich bin und weswegen ich eingesperrt werde. Dann hat er mir mitgeteilt, ja, das war's er. Und dann habe ich gesagt, okay, also Sie wissen wirklich, dass ich jetzt gerade eingesperrt werde, weil ich eine Staubschutzmaske unter freiem Himmel verweigert habe. Dann hat er gesagt, ja, und er ist auch kein Freund von der Masken. Dann habe ich gesagt, ja, das finde ich ja klasse, dass er auch kein Freund von der Masken ist, aber ich habe ihn gerade gefragt, ob er das ja, in Ordnung findet, dass man so einen Menschen dann auch gleich einsperrt. Ob das nicht irgendwie so Ähnlichkeit mit totalitären Strukturen von vielen, vielen Jahrzehnten hat, die wir auch schon mal in Österreich erlebt hatten. Dann hat er mir zugestimmt und gesagt, ja, kann jetzt auch nichts machen, er ist halt da jetzt angestellt in dem Gefängnis, muss seinen Job machen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, schauen Sie, ich habe jetzt überhaupt nichts mit, keine Zigaretten, ob man vielleicht eine schnorren könnte. Dann hat er gesagt, haben Sie Geld mit? Dann habe ich gesagt, ja. Dann geben Sie mir das, hat er zu mir erwidert, ich gehe für Sie jetzt in die Trafik und hole Ihnen, was Sie brauchen. Und da hat er mir dann einen Tabak gekauft und alles, was ich so brauche. Es war sehr nett von ihm, das hätte er nicht machen müssen. Und dann haben sie mich, naja, meine Sachen abgenommen. Dann habe ich ihm mitgeteilt, dass da drinnen verderbliche Ware ist, Milch und so Sachen. Ob sie einen Kühlschrank haben, wo man das lagern kann. Und dann hat er gesagt, nein, das geht nicht. Dann habe ich das halt in den Rucksack gelassen. Die Milch habe ich jetzt noch immer. Mit Bedenken. Das war am 5. Dezember, wo sie mich festgenommen haben. Und jetzt haben wir den 11. Jänner. Und die Milch steht jetzt noch daheim. Mit der verderblichen Milch werde ich mir auch noch irgendeinen Akt einfallen lassen. Aber das ist jetzt das Thema. Zumindest habe ich halt dann meinen Rucksack abgegeben in diese Reservatenkammer. Und mit den Kleidern am Leib, was ich gehabt habe, es war nicht viel. Das war ein T-Shirt, ein Hemd und der Jacken und die Hosen. Und so haben sie dann zu meiner Zelle gebracht, mit der Zellennummer 42. Das habe ich interessant gefunden, denn die Nummer 42 ist ja die Antwort auf die ultimative Frage. Wer hat den Film Beanhalter durch die Galaxis gesehen? Also wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, dann schaut euch den Film an. Oder den zweiten Teil, was ich über die Erlebnisse von Buch Urstein gemacht habe. Da kläre ich das ganz genau auf. Und diese Zelle, wo sie mich reingebracht haben, da war das Fenster sperrangelweit offen. Wohlgemerkt am 5. Dezember im Jahre 2022. Also in der Winterzeit.
Da drinnen hat es einen Faden gehabt, also eine Kälte, bist du narrisch. Also, die Zelle, das war ein einziges Gefrierhaus, ja, eine Kühlkammer, sagen wir so, eine Kühlkammer, ja. Ich habe mit Schuhen und der Jacken an in dem Bett geschlafen, weil ich sowas von gefroren habe da drinnen. Da drinnen hat es, nachdem ich das sperrangelweite Fenster dann zugemacht habe, ja, vielleicht 6 Grad gehabt. Denn es war dann schon, wie ich in die Zelle gebracht worden bin, circa 17, 18 Uhr auf die Nacht eben. Und dann habe ich mal gewartet, dass die Zelle warm wird, nachdem ich das Fenster zugemacht habe. Naja, wie viel Grad ist es wärmer geworden? Ich meine, ich habe auch keine Temperatur gemessen, aber gefühlt bin ich dann vielleicht auf, das werden es gewesen sein, zwischen 13 und 15 Grad hat sie sich dann aufgewärmt nach diesen 6 Grad, wo sie vorgefunden habe. Nach den gefühlten 6 Grad. Dann habe ich mal angeklingelt an den Knopf, was da in der Zelle gibt, und gesagt, dass die Zelle so kalt ist. Und dann haben wir die Polizisten drinnen gesagt, ja, brauchen sie vielleicht nur Decken. Dann habe ich gesagt, ja, das wäre äußerst nett. Und dann habe ich gleich nochmal um eine Decken gefragt, da habe ich dann 3 solche Fließdecken gehabt. Das waren Fließdecken. Und habe dann ja so die Nacht über mal die erste Nacht verbracht. Wohlgemerkt mit Schuhen und Jacke schlafen da drinnen. Wohl geschlafen habe ich nicht, weil ich so pippert habe vor lauter Körn. Und am nächsten Tag in der Früh, wie dann die Wärter, die Polizisten, gekommen sind, habe ich wieder gesagt, sag mal, wird die Zelle nicht warm, weil die hat sich weiter nicht aufgeheizt. Ich habe dann auf die Heizung meine Hand gehalten. Ja, die war total lauwarm. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Raum, der hatte so ungefähr eine Raumhöhe von, das werden es gewesen sein, 2,70 Meter. Und das Fenster, das ist nicht so wie bei uns daheim alle, dass man das von rechts nach links aufmacht, sondern von oben nach unten kippen kann. Und die Fenstersimshöhe zur Decke hat ungefähr so viel betragen. Ihr wisst ja, Wärme steigt zuerst nach oben und verteilt sich dann nach oben, von oben nach unten weiter. So viel Wärme, wie die Zelle dann bekommen konnte, so viel konnte sie sich nach unten verbreiten, wo dann ich war. Aber das hat die Zelle nicht zusammengebracht. Es ist die ganzen ersten 7 Tage lang und kein Deut wärmer geworden. Ich habe mir dann die Fenster mal genau angeschaut, habe dazu an den Fensterrahmen reingedrückt mit dem Finger und bemerkt, dass ich das Fenster einen ganzen Zentimeter tief, wirklich einen Zentimeter tief, reindrücken hat lassen. Das heißt, die Dichtungen sind komplett kaputt gewesen. Und dadurch, dass die Heizung von Thermostat her nicht richtig dementsprechend eingestellt wurde, ist die Wärme, was dann nach oben gestiegen ist, nicht in die Zelle nach unten weiter verbreitet, sondern aus den Fenster raus sich verbreitet, ja, durch diese undichten Fenstern. Ein weiterer Beweis dessen, dass das Zimmer zu kalt war wegen undichte Fenster, unter anderem wegen undichte Fenster, denn wie gesagt, der Thermostat war auch schlecht eingestellt, der sich nach der Außentemperatur gerichtet hatte. Der war nicht richtig korrekt eingestellt, der Thermostat obendrein zu den undichten Fenstern.
Aber eben diese undichten Fenstern, ein weiterer Beweis dessen ist der gewesen, dass in beiden Zellen, die ich in dem Gefängnis verbracht hatte, sich ständig extrem viel Kondenswasser gebildet hatte. Ja. Und jetzt, wo ich gerade eben dieses Videoschnitt mache, habe ich jetzt dann einmal nachgegoogelt, ob das auch daran liegen kann, dass das Kondenswasser deswegen an den Fenstern da gewesen ist, weil es undicht waren. Ja, und meine Vermutung hat sich da jetzt auch bestätigt, was ihr da an dem Screenshot eben auch ablesen könnt. Der Boden war überhaupt das am eisigsten, weil unterbei natürlich kein Gegenraum war, der geheizt gewesen wäre. Und dann habe ich am zweiten Tag meine ganzen Freunde angerufen, denn ich durfte, soweit ich es wollte, jeden Tag ab 17 Uhr telefonieren. Und sogar mit meinem eigenen Handy. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu der Telefonbedingungen, was man im Buch Urstein hat. Die will ich jetzt aber nicht erklären, die müsst ihr euch dann in dem besagten Video anhören, dass ihr ungefähr wisst, wo da die Unterschiede zu der Alpenstraße im Gefängnis sind. Zumindest habe ich dann am zweiten Tag ein Rund-SMS rausgeschickt an mehrere Freunde und Bekannte, wo ich ihnen mitgeteilt habe, dass ich unter menschenunwürdigen Hauptbedingungen in der Zelle frieren muss, angezogen bin, wie als wenn ich einen Winterspaziergang mache und mir trotzdem noch elends kalt ist und ich meinen Mitstreitern darum bitte, dass sie vorm Gefängnis für mich demonstrieren. Zum einen, dass ich freikomme, weil ich zu Unrecht verurteilt bin. Und zum anderen auch wegen diesen unsäglichen Haftbedingungen. Und dann habe ich noch weiters hinzugefügt, dass wenn meine Mitstreiter von der Demobewegung es keine gute Idee finden, für mich vorm Gefängnis zu demonstrieren, mir dann nur noch ein anderer Aktivismus übrig bleibt, nämlich der Hungerstreik. Nur tja, demonstriert wurde für mich nicht vor dem Gefängnis. Und dann hat der Elvis, dem ich natürlich auch die Mail geschickt gehabt habe, am dritten Tag dann, wo ich wieder telefonieren durfte, mir das Angebot gemacht, dass das mit den Demonstrationen unserer Mitstreiter, ich schau mal kurz, ob der Akku noch läuft, ja, dass da eben keine Demonstration stattfinden wird anhand der Mitstreiter. Es wohl vielleicht doch besser wäre, wenn ich mich freikaufen lassen würde. Und da hat er schon mit dem Gerhard Böttler telefoniert, dass er ein Spendenkonto einrichten wird, wo man dann sammeln wird, damit ich freikomme. Ja, das wollte ich eigentlich nicht, weil ich eigentlich ein Zeichen setzen wollte, wie auch damals schon im Buch Urstein. Aber weil ich bemerkt habe, dass auch schon im Buch Urstein nicht wirklich groß für mich demonstriert wurde, nämlich nur einmal. Aber das habe ich eh schon genauer in dem besagten Buch Urstein Video erklärt, darum schaut sich das dann genauer an. Habe ich dann schweren Herzens zugesagt, dankenswerterweise dann schlussendlich auch, dass ich freikomme, weil es ansonsten habe ich die Befürchtung gehabt, dass ich da drinnen eine Lungenentzündung kriege. Ja, die Kälte in diesem Gefängnis ist ja nicht das einzige Unmenschliche da drinnen gewesen. Ich war nicht einmal Herr und Meister über das Licht in meiner Zelle. Denn das Licht, das Hauptlicht, konnten nur die Polizisten außerhalb der Zellentüre ein- und ausschalten. Und das ist für mich echt unverständlich, warum man einen Häftling in diesem Gefängnis da drinnen entmündigt
selbst entscheiden zu dürfen, wann man das Licht ein- und ausschaltet. Ich musste dann immer an der Gegensprechanlage mitteilen, dass ich zum Beispiel das Licht ein- oder ausgeschalten haben möchte. Ja. Es gab zwar ein Licht beim Waschbecken, stellt sich die Zelle mal so vor, ein 3x2 Meter großer Raum, der anfangs, angefangen von der Zellentüre, wenn man in die Zellentüren reingeht, noch, wenn man dann gleich nach rechts blickt, ein Waschbecken erblickt mit dem Klo, das mit einer Trennwand von übrigen Raum abgetrennt ist. Wobei die Trennwand keine Türe hat, sondern nur einen offenen, begehbaren Bereich zum Klo und Waschbecken. Und das Licht beim Waschbecken war bei Weitem nicht so hell, dass es den übrigen Raum erhellt hätte. Dafür war das Hauptlicht da, was aber ich nicht bedienen durfte. Und der Polizist hat zu mir mitgeteilt, ja, dass ich das Licht auch einschalten kann. Nur, das Licht ist alle 5 Minuten ausgegangen. Und tja, hätte ich mir jetzt echt einen Sessel, wenn ich was lesen wollte, noch einer gewissen Uhrzeit, hätte ich mich da aufs Klo setzen sollen, damit ich lesen kann. Und dann alle 5 Minuten aufstehen, um das Licht wieder einzuschalten. Zumindest, wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum man einen Häftling nicht gestattet, selbst das Licht ein- und ausschalten zu dürfen. In der Zelle war ein Stockbett aus Metall, auch sehr, sehr unpassend für eine Zelle, die eiskalt ist. Also wird dann das Metallbett natürlich auch dementsprechend. Und so ist dann am zweiten Tag ein anderer Polizist zu mir in die Zelle gekommen und hat das Bedauern ausgedrückt, dass er das echt schade findet, dass man so einen Menschen wie mir einsperrt. Das war dann sozusagen der zweite Polizist, der eigentlich auf derselben Seiten von unseren Gedanken ist. Ich habe ihm dann mitgeteilt, ja, ist zwar nett, dass sie das bedauern, aber was können wir uns oder besonders ich mir jetzt davon kaufen, wenn sie das billigend mitmachen. Und dann hat mir der Polizist gesagt, ja, er hat selbst auch schon Disziplinarverfahren dulden müssen im Zuge seiner Polizeitätigkeit, weil er selbst die Masken verweigert hat. Deswegen hat er auch dann da als Wärter arbeiten müssen, den Gefängnis. Denn das Gefängnis in der Alpenstraße, was eben wie schon erwähnt von Polizisten geleitet wird, ist für die Polizisten drinnen sowas wie ein Strafdienst, haben ein paar Polizisten gesagt. Nicht alle werden dahin strafversetzt, wenn irgendwie so aus der Polizeirolle fallen. Aber, Entschuldigung, ich war ein bisschen aufstoßen. Aber doch sehr viele. Und, naja, okay. Somit bin ich dann am zweiten Tag dann zum Arzt geführt worden, den es ja da drinnen auch gibt, in der Polizeihaltestelle. Ich war so am Mittag herum. Die haben mich dann eben auch wiederum geschaut, ob ich hofftauglich bin. Und als ich dann um 13 Uhr fertig war, bin ich dann in die Zelle wieder zurückgebracht worden. Und da hat dann mein Mittagessen schon auf mich gewartet, das dann in der Zwischenzeit eiskalt worden ist. Das Essen ist in der Zelle generell sehr schnell kalt worden, weil das wirklich eine Kühlkammer war. Ich habe schon mal in einer Kühlkammer gearbeitet und die war nicht anders da. Wirklich. Astrein, 1:1 oder so. Anhand eben der maroden Bauweise. Und so konnte ich mich wieder nicht aufwärmen. Jetzt habe ich
schon fast am zweiten Tag lang nichts Warmes mehr zum Essen gehabt in dieser Kühlkammer, so dass ich dann um 17 Uhr wieder darum gebeten hatte, telefonieren zu dürfen. Da habe ich dann den Elvis mitgeteilt, dass jetzt selbst mein Mittagessen kalt war und ich immer nichts Warmes gehabt habe. Ja, das hat er dann sich auch zu Herzen genommen und per Video mitgeteilt, dass ich eben nichts Warmes zum Essen habe jetzt an dem Tag schon. Das hat dann sehr viel Aufsehen erregt unter ein paar Teilnehmern. Dann habe ich zumindest die zweite Nacht eben wieder frierend da drinnen verbracht. Und dann konnte ich am dritten Tag meinen Hofgang machen, da in dem Gefängnis. Da habe ich dann ein paar Zellen, also Häftlinge kennengelernt, die was Schubhäftlinge waren. Die sind bei irgendwann als Straftat gefasst worden und die haben jetzt darauf gewartet, ausgewiesen zu werden. Da hat mir ein ungarischer Häftling dann mitgeteilt, auf Englisch, weil er konnte schwer Deutsch sprechen, dass er schon den Polizisten gefragt hatte, ob er Papiere bekommen könnte, wo, wann und wieso und weshalb er jetzt abgeschoben wird, damit er irgendwelche Papiere hat, was über das Bescheid gibt. Und die Polizisten haben ihn anscheinend nie verstanden, dabei hat er gar nicht so schlechtes Englisch gesprochen. Und dann hat er mich darum gebeten, dass ich das den Polizisten mitteilen kann. Das habe ich dann gemacht. Und dann haben sie eben verstanden, was er wirklich braucht, und dann ist ihm geholfen worden. Ja, das ist ein sehr spartanisches Gefängnis. Das könnt ihr vielleicht auch noch erzählen. Es gab da einen Aufenthaltsraum mit einem Fernseher. Den durfte ich eine Stunde am Tag wahrnehmen. In dieser Stunde konnte ich mich auch entscheiden, ob ich in der Zeit einen Hofgang draußen mache oder in den Fernsehraum gehe. Neben dem Fernsehraum war ein anderer Raum, da waren ein paar Bücher gelagert, nicht sehr viele, aber doch ein paar. Da habe ich mir dann ein paar Bücher geschnappt, zum Beispiel Jenseits von Eden und das Buch Zuflucht hinter der Zeit habe ich mir geholt. Dann ein Buch über die Titanic, was da so für dubiose Gegebenheiten gab. Die habe ich dann da drinnen auch gelesen gehabt. Dann gab es auch einen Trainingsraum, aber da hat es keine Gewichte gegeben, wo man handeln kann, sondern nur so eine Bank, wo man mit einer Stange, wo man Klimmzüge machen konnte. Das war so im Grunde das einzige Trainingsgerät, was man drinnen vorgefunden hat. Also das Gefängnisbuch Urstein ist ein wahres 5-Sterne-Hotel im Gegensatz zu dem Gefängnis in der Polizeidirektion. Ja, im Laufe der 10 Tage, wo ich dann da drinnen eingesessen bin, eigentlich hätte ich ja 6 Wochen drinnen sitzen müssen, aber dank meiner wunderbaren Mitstreiter, die dann die Spenden zusammengesammelt haben, kamen 5.000 Euro zusammen. 5.000 Euro hätte ich eben zahlen müssen, um freizukommen. Die haben echt 5.000 Euro zusammengesammelt. Ja. Und in den 10 Tagen sind insgesamt 1, 2, 4 oder 5 weitere Polizisten zusätzlich zu den zuvor genannten auf mich zugekommen und haben eine Bedauern mir gegenüber geäußert,
dass mich da jetzt ja, einsperren haben müssen. Einer hat zum Beispiel erwähnt, dass er das sehr löblich findet, mein Aktivismus, dass er mich auch schon von draußen her kennt und dass ich nicht aufgeben sollte und nicht nachlassen und weiter so tun sollte wie zuvor. Er ist echt stolz auf mich, hat er gesagt. Ein anderer Polizist hat sich auch, die haben sich eigentlich alle so ähnlich ausgedrückt. Ich will da jetzt aber nicht zu viel erzählen, weil ich auch nicht will, dass die Polizisten da Probleme kriegen, weil sie sich mir gegenüber solidarisch geäußert haben. Aber das hat mir trotzdem wieder einen gewissen Aufschwung gebracht. Denn exakt vor genau einem Jahr habe ich die Hoffnung, dass die Polizei das Richtige machen wird für uns, total aufgegeben gehabt. Weil ja am 8. Jänner letzten Jahres zum Beispiel unser Max schwerst körperlich misshandelt wurde. Ich werde euch das Video unten einbinden, damit ihr wisst, um was da geht. Und auch andere Demonstranten mit körperlicher, schwerster Gewalt begegnet sind. Das habe ich ja dann filmen können, oder müssen leider. Wozu es dann zu einer Verhandlung gekommen ist, weil wir ein paar von uns die Polizisten angezeigt hatten. Dann kamen diese Polizisten vor Gericht, die uns da misshandelt hatten. Und dank meiner Videoaufnahmen konnten wir dann beweisen, dass sie uns schwerst misshandelt hatten an dem Tag. Und so wurden diese Polizisten dann diszipliniert. Aber zumindest, wie gesagt, ich habe euch erklärt, da habe ich die Hoffnung seit dem Tag aufgegeben, dass die Polizisten für uns überhaupt noch das Richtige machen werden. Und wie ich dann eben in dem Gefängnis gesessen bin und insgesamt zu den 5, 2, 7 Polizisten sich mir solidarisch gezeigt hatten, ja, ist dann die Hoffnung wieder entflammt. Sie haben mir mitgeteilt, dass gewisse Piep. Nur welche das sind, kann ich euch einfach nicht erzählen, gell. Ja, und somit ist zwar die Hoffnung da, aber mein Vertrauen zu den Polizisten ist noch nicht gegeben. Aber dafür werde ich ein eigenes Video machen, das ich vor diesem Video setzen werde. Was ist denn noch alles drinnen passiert, was erzählenswert wäre? Ja, ab dem 7. Tag dann, nach tagelangen Beschweren meinerseits über die Kälte in dem Gefängnis, haben sie dann angefangen, Temperaturmessungen zu machen. Dann sind sie in jede Zelle gegangen und haben Temperaturen gemessen. Ja, wie die Temperaturen in den ganzen Zellen waren, haben sie nicht mitgeteilt, leider. Aber was ich dann sehr wohl bemerkt habe, ist, dass auf einmal die Heizung wärmer wurde nach den Temperaturmessungen. Meiner Meinung nach nicht exakt akzeptabel, aber es ist doch wärmer geworden, sodass dann nicht komplett die Wärme aus den undichten Fenstern entweichen konnte, sondern doch noch etwas Rest überblieb, die sich dann auch noch unten in die Zelle verbreiten konnte. Ich habe jetzt noch einen kleinen Nachtrag, den ich jetzt nachträglich einfüge, damit ich aber noch ein paar andere Tricks anwenden müssen, damit es etwas wärmer wird, währenddessen ich dann schlafen, währenddessen die Schlafzeit war. Und dazu habe ich das Bett, so wie ihr eben hier seht, so angeordnet war, um 90 Grad gedreht und direkt zum Fenster hingedreht. Weil direkt unter dem Fenster sich die Heizung befunden hat. Was natürlich auch ein Grund war, warum die Wärme sich im Raum nicht so gut verteilen konnte, weil es ja gleich direkt unter bei dem undichten Fenster sich befunden hatte. Und den Tisch habe ich dazu zu dem Spind an der Front zur Trennwand des Raumes hingestellt. Der Spind übrigens
Der hatte überhaupt keine Fächer drinnen, auch keine Querstange, wo man Jacken aufhängen hätte können. Im Grunde war dieser Spind komplett nutzlos. Dieser Spind hatte auch keine Türe drin. In die andere Zelle, wo ich dann noch darauf hinkomme, hatte dieser Spind Türen, dieser Blechspind, aber wiederum auch keine Fächer oder Stangen, wo man Jacken aufhängt. Also komplett nutzloses Teil. Einfach nur ein Blechteil, das dann noch mehr Kälte ausstrahlt, würde ich mal sagen. Und zurück zu dem Bett, was ich dann zur Heizung hingedreht hatte. Denn während des Schlafens dann habe ich meinen Rücken an die Heizung hindrücken können. Und dann ging das Schlafen so halbwegs. Bei den Füßen, ja, hat das nicht sehr viel genützt, aber zumindest ist dann mein Rücken durch dieses lauwarme Heizungsding da etwas gewärmt worden. 2 Tage später hat mir dann ein Polizist dann drinnen mitgeteilt, dass ich das Bett wieder zurückstellen muss, weil das nicht erlaubt ist, dass die Betten also direkt beim Fenster gestellt werden dürfen. Daraufhin habe ich ihm dann erwidert, dass ich das ganz sicher nicht machen werde. Und er hat gesagt, ja, das, dann gibt es Disziplinarverfahren, wenn ich das nicht mache. Und habe ich gesagt, das kann er ruhig gern machen. Es gibt eh schon schlechte Publicity über euch, die ich nach außen tragen konnte. Das haben sie ja sicher mitgekriegt, habe ich zu ihm erwidert. Und ja, das hat er dann irgendwie eingesehen und hat mir dann das Bett da stehen lassen. Es haben sehr viele Polizisten während der Zeit zu mir reingeschaut. Keiner hat da was erwidert wegen dem Bett, das war nur der eine. Es hat schon ein paar wenige Querulanten gegeben mir gegenüber bei der Polizei da drinnen, aber die waren wirklich in der Unterzahl. Ja, ich erwähnte ja eben gerade auch wegen den Wirbel, wo sie nach außen tragen konnte. Dazu kamen 3 Polizisten einmal zu mir ins Zimmer und haben mir mitgeteilt, ja, dass da draußen jetzt einen medialen Wirbel gibt. Und der Polizist, der mir das eben gesagt hat, dass es ein mediales Wirbel gibt, wurde dann von einem Kollegen von ihm unterbrochen, der dann reingerufen hat, ja, und lauter Lügen, die du da nach außen tragen hast während des Telefonierens. Dann hat der eine Polizist ihm wiederum unterbrochen gesagt, er soll jetzt einmal ganz kurz still sein, weil er gerade mit mir redet. Das war der. Und dazu hat er dann erwähnt, und kennen das Video schon, oder? Dann habe ich gesagt, woher soll ich das Video kennen? Ich bin ja da eben im Gefängnis. Dann hat er gesagt, ja, okay, dann zeigt er mir das jetzt. Und hat sein Handy rausgeholt und mir dann das Video gezeigt, wo der Elvis den Aufruf für mich gestartet hatte. Und während des Anschauens des Videos hat dann so in der Hälfte der Videozeit wieder der eine querulantische Polizist gesagt, ist eine Frechheit, was du da mit deinem Freund da über uns erzählt. Dann hat ihm der eine Polizist wieder reingerät und gesagt, er soll jetzt endlich ruhig sein, weil er mit mir da jetzt redet. Also man hat schon gemerkt, wie zwischen denen zweien auch da ein Twist war. Wie gesagt, der eine Polizist, der war für mich, der mir das Video dann gezeigt hatte. Ja, so viel einmal dazu. Was ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, spartanische Gegebenheiten im Gefängnis habe ich ja auch erwähnt. Ich habe von Aufstehen bis zum Schlafen gehen nie gewusst, wie spät es ist. Man hat keine Uhrzeit. Das ist auch etwas, was schon eine kleine Folter ist, finde ich, ja. Wenn man nicht weiß, wie spät es ist. Vor allem, wenn man 6 Wochen da drinnen verbringt, was die Maximalzeit in dem Gefängnis generell, glaube ich, ist, was man da drinnen verbüßen kann, dann wird dort die Zeit schon mal 3 bis 4 Mal länger.
Da bleibt dann die Zeit wirklich richtig still, ja. Ich habe dann gelegentlich einmal einen Polizisten gefragt, wie spät es ist. Aber das bringt halt auch nicht viel. Da wird ja auch lästig, wenn man dauernd anklingelt und fragt, wie spät es ist. Und das habe ich dann nach dem ersten Mal, wo ich es da habe, auch bleiben lassen, weil ja, ich wollte nicht so viel Unruhe da drinnen stiften oder vermeintliche Unruhe erregen. Doch zurück jetzt wieder zum eigentlichen Video. Am selben Tag der Temperaturmessung dann, wo ich gemerkt habe, dass in der Zelle 42 die Heizung auf einmal ein bisschen wärmer wird, haben mich dann die Polizisten gefragt, ob ich eine andere Zelle haben möchte. Dann haben wir gedacht, ja, sowieso sehr gerne. Vielleicht sind da die Fenster einfach besser drauf, dichter. Und haben mich dann in die Zelle 33 weiter, also in die Zelle 33 eingebracht. Und die war generell sichtlich auch etwas wärmer. Nur ich kann nicht sagen, wie die vorher war, weil ja die Heizungen, die haben ja ein Thermostat, die sich nach der Außentemperatur richtet. Ja, ist schwer zu sagen, ob die Zelle dann zuvor auch so war. Zumindest weiß ich, dass einige andere Häftlinge, die schon da drinnen gesessen sind, die ich kennengelernt habe, mir das auch schon mitgeteilt haben, dass sie auch gefroren haben da drinnen und extra Decken verlangt haben und so Sachen, ja. Ja. Was hat so noch alles? Ich habe dann Besuch gekriegt, durfte in diesem Gefängnis in Buchurstein nur einmal die Woche Besuch empfangen und in dem jetzigen Gefängnis, um das jetzt geht, durfte ich dreimal die Woche Besuch empfangen. Da ist zuerst meine Mutter gekommen, weil die habe ich dann auch gebeten, dass man Kleider bringt, warme Sachen zum Anziehen. Die habe dann einen Haufen lange Unterhosen gebracht, einen Haufen Bullis. Und da habe ich dann unterbei zwei lange Unterhosen angehabt, eine Jogginghosen, eine Jeanshosen, ein langes Unterleiberl, ein kurzes Unterleiberl drüber, ein Hemd, ein Bulli und eine Jacke. Und so habe ich die ersten Tage frierend drinnen verbracht, so angezogen. Und wie gesagt, zuvor habe ich noch nie irgendwo so gefroren. So, jetzt ist der Akku ausgegangen, den habe ich wechseln müssen. Also stehen geblieben sind wir ja da, dass ich erwähnt habe, dass ich noch nie irgendwo so gefroren habe, wie da drinnen. Und das, obwohl ich nur dazu so extrem warm angezogen war. Die Polizisten, sind einige Polizisten auch noch auf mich zugekommen da drinnen, die mich nicht nur wegen meinem Aktivismus so gelobt haben. Einige Polizisten haben auch einer Bedauern mir gegenüber geäußert, dass sie mit dem Gefängnis sowie die marode Bauweise hier vorzufinden ist, auch nicht zufrieden sind und eigentlich schon lange darauf hoffen, dass das Gefängnis saniert wird. Die warten schon seit mehr wie 2 Jahren darauf, dass das Gefängnis auf den neuesten Stand gebracht wird. Und sie haben auch eben mitgeteilt, ja, eben bezüglich Dichtungen in den Fenstern zu erneuern und so weiter und so fort. Aber sie werden immer wieder übergangen, weil andere Gefängnisse vorgezogen werden und sie eben noch dadurch in die Hinterhand geraten einstweilen. Noch eine Kleinigkeit möchte ich da zwischenschneiden, denn die Polizisten haben mir auch noch erklärt, dass es sehr schwierig ist, eben gerade dieses Gefängnis zu sanieren, denn sie sagt mir auch, dass sie ja nicht wissen, wo sie während der Sanierungszeit die Häftlinge unterbringen könnten.
Und deswegen andere Gefängnisse, die saniert werden müssen, vorgezogen werden, wo das besser möglich ist. Und dann habe ich den Tipp weitergeben wollen, dass man ja Containersiedlungen aufbauen kann, um diese Häftlinge dann derweil dort unterzubringen. Und dann hat mir einer der Polizisten oder Innen mitgeteilt, dass sie ja gar nicht wüssten, wo sie die Container unterbringen sollten, dass dazu der Platz fehlt. Sehr viele andere Menschen, die da in dem Gefängnis waren, haben auch schon mitgeteilt, dass sie da, wenn sie um die Jahreszeit drinnen waren, auch schon sehr, sehr gefroren hatten. Ja, und so war es echt ein Glücks, also wirklich sehr, sehr gut, dass meine Mutter dann mal Gewand bringen durfte eben. Und beim zweiten Mal, als ich da mal Besuchzeit hatte, ist nicht nur meine Mutter gekommen, sondern auch die Sabine. Die sind dann beide im Warteraum gesessen, haben auf mich gewartet. Und da hat man, haben sie ein paar Leckereien und so Sachen mitgebracht. Denn so wie, nicht so wie in Buchurstein, wo es einen Supermarkt gibt, gibt es das da in dem Gefängnis ja nicht. Und da hat man zum Beispiel die Sabine eine Dose Cola Red Bull mitgebracht, einen Streichkäse, ein Lucky Luke Heftel hat es mir gebracht. Zieht er ein bisschen, weil es kalt ist. Boah, das machen wir jetzt da fertig. Lucky Luke Heftel, einen Haufen Schokolade, dann so eine elektrische Kerze hat es mir mitgebracht. Und genau, und eigentlich hätten manche Gegenstände da drinnen mir die Wärter gar nicht aushändigen dürfen, wie zum Beispiel die Dosen Red Bull, wäre nicht erlaubt gewesen, weil alles, was man in den Gefängnis von außen reingebracht kriegt, muss erstens mal original verpackt sein, damit man keine Drogen reinschmuggeln kann und so Sachen, und auch keine Sachen, was man als Waffe benutzen kann, wie eben Dosenzeugs, weil die haben das sehr scharfkantig. Aber die Wärter waren so cool drauf, dass ich das trotzdem mit reinnehmen habe dürfen. Weil eben locker 80% von allen Polizisten da drinnen auf meiner Seite waren und ihren größtes Bedauern ausgesprochen gehabt hatten. Also die Polizisten haben mich wirklich gut da drinnen behandelt, von sich aus. Für diese marode Bauweise können die auch nichts dafür. Und ich habe eben erfahren, dass ich selbst schon hoffe, dass das bald einmal saniert wird. Ja. Im Grunde, so ist jetzt eh alles erzählt. Genau. Dann kam der Tag eben, meine Entlassung. Das war eine Überraschung für mich, wo ich gar nicht damit gerechnet gehabt habe, weil ich muss ein bisschen in Bewegung bleiben, es ist so kalt. Also spazieren wir ein bisschen. Und dann kam es eben am 10. Tag zu meiner Entlassung, wo ich nicht darauf vorbereitet war. Und dann haben mich die Polizisten aus der Zelle geführt und gesagt, ja, Freunde haben mich freikauft und ich darf jetzt gehen. Da habe ich meine Sachen abgeholt und dann habe ich mich bei den Polizisten alle bedankt, dass sie mich trotz dieser widrigen Umstände, die was dieses Gefängnis von der Bauweise her bietet, sie mich doch sehr löblich behandelt haben. Und da habe ich ihnen ein Angebot gemacht, ob wir nicht zusammen eine Petition starten wollen, um dazu zu fordern, dass das Gefängnis jetzt endlich mal saniert wird. Ich habe auch erwähnt dann gleich im Zuge dessen, dass ich schon weiß, dass Petitionen an sich nicht viel bringen. Bislang hat noch keine einzige Petition irgendetwas erreichen können.
Aber ich habe halt nachher noch hinzugefügt, es wisst ihr eh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und wenn man gar nichts probiert, passiert erst recht nichts. Ja, das haben sie irgendwo, ja, teilweise keine schlechte Idee an sich gefunden. Ich habe mich dann erkundigt, wie man so eine Petition einreicht. Und das kostet 500 Euro, um eine Petition ins Leben rufen zu können. Und somit ist es für mich einmal nicht möglich, diese Petition zu starten, da ich mir das finanziell gar nicht leisten kann. Ist schade. Aber naja. Vielleicht können wir ja über dieses Video ein paar Leute zusammenfinden, dass wir das vielleicht auch noch erreichen können. Und ja, einen Kugelschreiber zum Beispiel habe ich auch nicht in der Zelle haben dürfen. Ich habe zwar noch einen angefragt, weil ich einen Polizisten gesagt habe, ich würde gerne einen Brief an einen Van der Bellen schreiben, damit ich ihn darum bitten kann, dass er mir eine Weihnachtsamnestie gestattet. Der ist sehr unruhig geworden, der Polizist, weil er gesagt hat, ich darf halt eigentlich keinen Kugelschreiber haben, aber naja, für den Aufsetzen dieser Schriftstücke, es gibt einen Mann. Und nachdem er den Brief dann fertig geschrieben hat, hat er mir den Kugelschreiber wieder weggenommen. Und ich hab dann einen anderen Gefängnisinsassen gefragt, ihm das gesagt, dass ich jetzt eigentlich einen Kugelschreiber gern behalten hätte, weil ich mir eigentlich aus Zeitvertreib nicht nur immer lesen möchte, sondern auch gerne zeichnen. Denn ich habe zum Frühstück immer so einen Papierteller gekriegt und da ist mein Frühstück drauf gewesen. Und jeden Tag habe ich einen neuen Papierteller gekriegt. Und dann hat mir noch ein Mithäftling einen Kugelschreiber geschenkt, den er selbst reingeschmuggelt gehabt hat. Und hat ihn mir dann übergeben. Und somit hat mir dann ein Mithäftling dabei geholfen, einen Kugelschreiber zu haben. Und ihr seht da, diese Zeichnung, die ich jetzt einblende, die habe ich da drinnen gezeichnet. Es gibt noch ein paar andere tolle Zeichnungen, die ich im Gefängnis gemacht habe, die was im Buch Urstein waren. Wenn ihr das sehen wollt, schaut euch besonders den zweiten Teil über meine Erlebnisse vom Buch Urstein an. Ja, genau, das habe ich jetzt nur dazwischen gequetscht, weil ich das auch noch vergessen habe zum Erzählen. Das Essen war drinnen die Tage sehr gut, annehmbar, sagen wir es so. Danach war das Essen dann endlich warm zum Mittag. Aber wie gesagt, in den ersten Tagen hat es sehr schnell ausgekühlt. Am zweiten Tag, wo ich generell das erste Mal mein Mittagessen gekriegt habe, war es eiskalt leider. Die Polizisten und der Hausbetreuer, was auch Häftling ist, haben dann aber geschaut, dass ich auf die Nacht, ab dem dritten Tag an, aber 3-4 Becher warmen Tee kriege. Weil ich darum gebeten hätte, dass ich wenigstens einen warmen Tee kriege am Abend. Hat dann ein Polizist gesagt, das gibt's eigentlich nicht. Und dann ist er gegangen, wobei dann auf mal 5 oder 10 Minuten später, halbe Stunde später, so schnell ist er auch nicht gegangen, der Polizist dann doch wieder die Tür aufgemacht hat und mir über den Hausmeister des Gefängnisses dann einen Tee übermittelt hat. Also, was auch wieder so ein Zeichen dafür ist, dass die wirklich darum geschaut haben, dass es mir so gut wie möglich da drinnen geht. Trotzdem allen, dass ich eben 4 warme Becher Tees bekommen hatte, hatte ich aber nur wärmetechnisch nur von einem Becher Tee etwas davon, mich aufzuwärmen. Hab da auch meine Hände richtig drum rumgeklammert, das waren so Ofenwehr. Aber in der Zeit, wo dann der erste Becher geleert wurde, sind die anderen 3 Becher komplett kalt geworden. Weil, wie gesagt, in einer Kühlkammer kann sich ein Tee nicht sehr lang warm halten.
Aber dennoch waren die kalten, die abgekalteten Teebecher ja wenigstens geschmacklich etwas. Denn in den ersten Tagen konnte ich ja nur Wasser da drinnen trinken. Ja, draußen dann, also der Elvis und meine Mutter haben mich dann empfangen und mich dann aus dem Gefängnis geführt. Draußen hat mich dann Mundus TV empfangen. Das ist der einzige, das einzige Medienmagazin, was ich überhaupt meinen Fall angenommen hatte. Vor euch, meine lieben Kollegen, ziehe ich sehr herzlichst meinen Hut. Es hat ein wunderbarer, investigativer, offen, ehrliches Medienmagazin von Salzburg. Alle anderen Medienmagazine wie Servus TV, was ich schon angeschrieben habe, haben sich nicht bei mir zurückgemeldet. Auf 1 hat es auch nicht interessiert, über mich einen Bericht zu machen. Wochenblick habe ich auch angeschrieben, ob sie über mich berichten möchten. Die haben es auch nicht wert gefunden, über mich zu berichten. Beim Wochenblick gab es zwar am Anfang eine Rückmeldung, ja, ich könnte Ihnen schon erzählen, was es ginge. Ich will mich zurückmelden bei Ihnen, damit ich Ihnen Bescheid gebe, wie Sie mit mir in Kontakt treten können. Das habe ich dann gemacht, aber ich habe dann nie wieder eine Antwort gekriegt. Auch die ganzen Parteien wie FPÖ oder andere haben sich auch nicht dafür interessiert, nicht einmal eine Antwort gekriegt. Die einzige Partei, die was mir in der ersten Haftzeit helfen wollte, das war die MFG. Und in meiner zweiten Haftrittszeit dann der Gerhard Böttler. Gerhard Böttler ist jetzt nicht mehr bei der MFG. Der hat jetzt Wir sind Salzburg. Das heißt ja eine Partei, glaube ich, gell? Die, was sie jetzt neu gegründet haben. Also auch für dir, lieber Gerhard, vielen, vielen Dank, dass du geschaut hast, dass die Spendenaktion ein Erfolg wird. Und mein allergrößtes, herzlichsten Dank an den Elvis. Denn ohne ihn hätten auch die anderen, die ich jetzt zuvor genannt hatte, nie etwas von mir in der zweiten Haftzeit vor allem auch erfahren. Und würde heute noch da drinnen sitzen. Also federführend dafür, dass ich freigekommen bin, ist der Elvis, der dann im Zuge dessen die anderen wunderbaren Menschen aktivieren konnte, die mich dann spendenmäßig freikauft hatten. Ja, und somit hat mich dann Mundus TV interviewt vor dem Gefängnis draußen. Unsere liebe Liberta hat mich auch empfangen gehabt. Ja. Und die Jacqueline. Tja, somit ist in dem Sinne jetzt so alles gesagt. Jetzt habe ich euch ja noch versprochen, dass ich euch sage, weswegen ich die Haft antreten musste, habe ich ja gesagt, weil ich die Staubschutzmaske unter freiem Himmel verweigert gehabt habe, über 20 Mal. Und dass mir die das unrechtmäßig noch, also dass diese Unrechtsverhältnismäßigkeit noch viel brisanter war, erkennt man schon daran, dass nach dem 8. Jänner, wo ich eben erzählt habe, wo es unseren Max und ein paar andere Demonstranten körperlich schwerst misshandelt hatten, die Polizisten, haben sie dann danach keine einzigen Maskenahndungen mehr vollführt an den Demonstranten, weil das einer dann zu heiß war, weil sie eben diszipliniert wurden. Obwohl, haben sie wirklich alle danach nicht mehr kontrolliert? Nicht ganz. Einen schon, nämlich nur noch mich. So, die ersten zwei, drei Monate lang nach diesem Vorfall am 8. Jänner letzten Jahres waren wir bei der Demo noch so ungefähr 2000 Leute, Demonstranten. Von diesen 2000 Demonstranten
wurde dann einige Male nur noch ich bestraft. Und auch nicht mal nur so bestraft, dass sie bei der Demo zu mir herkommen sind und gesagt haben, ja, sie tragen keine Masken, sie werden jetzt bestraft. Nein, so habe ich erst daheim mit der Post mitgekriegt. Da habe ich mir echt schon gedacht, ein paar Monate lang danach, ja klar, jetzt kontrollieren sie keinen mehr, aber dann nach ein paar Monaten habe ich dann gemerkt, doch, einen schon noch, nämlich mich. Dann auch wurde ich nicht nur in Salzburg bestraft, sondern zweimal auch in Wien. Und da hat die Strafe so ausgeschaut, dass ich für Maskenverweigerung 100 Euro Strafe zahlen hätte sollen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Stunden absitzen muss. Dabei, bei diesen 2 Anzeigen in Wien, handelt es sich zweimal der Verweigerung der Staubschutzmaske und einmal, dass ich den Abstand nicht eingehalten hätte. Und wie gesagt, jeweils ging es da um 100 Euro, also dann dreimal insgesamt um 300 Euro. Und stattdessen, wenn ich das nicht zahlen werde, ich eine Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Stunden absitzen muss. Also dreimal bestraft worden zu je 2 Stunden Haftstrafe, also insgesamt dann 6 Stunden Haftstrafe. Das sind jetzt, vermute ich einmal, die letzten 3 Strafen, die noch nicht bezahlt oder im Gefängnis abgesessen wurden. Sicher bin ich mir deswegen nicht, weil ich jetzt schon seit einem Monat 3-mal beim Strafamt versucht hatte, zu erfragen, welche Strafen denn jetzt nun offen sind, falls ja, und dass ich eben einen Beleg bekomme, welche Strafen abbezahlt wurden. Und bislang haben mich die beim Strafamt immer wieder damit vertröstet, dass zuerst meine zuständige Dame dafür krank sei und dann bei den anderen Malen, wo ich dann nochmal nachgefragt hatte, hatte man mir gesagt, dass jetzt so viele Leute auf Urlaub sind. Ja, zumindest jetzt schon ein ganzes Monat lang sitze ich im Unklaren, welche Strafen von Salzburg noch offen sind. Und wie gesagt, die 3 Strafen in Wien, die sind noch offen und die werde ich natürlich auch nicht bezahlen, diese 300 Euro insgesamt. Dafür werde ich gerne wieder für 6 Stunden ins Gefängnis gehen. Also das sitze ich mit meiner linken und rechten Arschbacke ganz mittig ab. Jedoch wie unverhältnismäßig die Strafhöhen, die angesetzt wurden in Salzburg im Gegensatz zu Wien sind, werde ich jetzt wieder hier live berichten in dem Video. Also hätte ich die 100 Euro in Wien nicht gezahlt, was ich nicht da habe, hätte ich dafür stattdessen 2 Stunden in die Haft gehen sollen. Die Polizisten in Salzburg haben das ein bisschen anders gehandhabt. Die haben aus demselben Delikt, keine Maske im Freien zu tragen, 500 Euro draus gemacht oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von nicht 2 Stunden, sondern 5 Tagen. Da wisst ihr schon Bescheid, dass mit die wirklich eigentlich ja willkürlich fertig machen haben wollen, die ein paar wenige Polizisten, ja, in Salzburg, sagen wir es einmal so. Es sind immer nur ein paar wenige, die was den großen Scheißehaufen machen, wofür dann andere super gute redliche Polizisten auch einen Ruf auf einmal verlieren, dass man echt Lord dort für die. Einige Male war ich nicht einmal so richtig bei der Demo dabei, sondern wirklich 30, 40 Meter Abstand. Einmal, besser gesagt, auch da haben sie mich dann bestraft gehabt, weil ich keine Masken getragen hätte, obwohl ich da wirklich gar nicht einmal in der Demo drinnen gegangen bin. Also die Polizei in Salzburg, die hat mich um das 10-fache härter bestraft als alle anderen. Genau.
Ach, ich bin schon so leer und kaputt im Kopf mittlerweile. Mir wird jetzt wahrscheinlich nur so viel anderes einfallen, was ich zum Erzählen hätte, aber es ist so kalt, dass mir das Hirn gerade einfriert. Erinnert mich irgendwie an meiner kleinen Zelle Nummer 33, 42, wo es so kalt war. Tja, vielleicht gibt es ja noch ein paar Journalisten, die was mit mir drüber reden wollen. Die können mir das vielleicht vereinfachter aufdröseln. Genau. Und somit möchte ich mich jetzt bedanken für die Aufmerksamkeit, dass ihr zugehört habt, dass ich mir das von der Seele reden habe dürfen da. Wie gesagt, alle Videos, was über meine Hochzeit zu tun hatten und ein paar andere Zusatzvideos, die verlinke ich unter der Videobeschreibung, unter dem Video. Mein Hut ab für die Leute, die sich sogar den Zweiteiler von der Hochzeit im Buch Urstein anschauen, was insgesamt 5 Stunden dauert. Aber wie gesagt, wenn es echt zu lang ist, schaltet auf Pause oder merkt euch, wo es aufgehört habt zum Schauen, damit ihr dann an einem anderen Tag da wieder weiterschauen könnt, wo ihr aufgehört habt zum Reden. Genau. Es gibt keine langen, zu langen Videos, denn wie gesagt, manche gehen ins Kino und schauen sich Herr der Ringe oder einen Harry Potter Marathon an, dass ins Kino alle 3 bis 5 Teile durchgehend anschauen und dann im Kino knappe 6 bis 8 Stunden sitzen. Naja, aber wie gesagt, man kann ja auf Pause drücken. Und somit, jetzt mache ich wirklich Schluss. Danke. Gehabt euch wohl. Und vielleicht sehen wir uns ja doch noch irgendwo draußen bei einer Demonstration oder bei einem schönen, netteren Ereignis. Baba.